Herzlich willkommen, Tom Veit, der Hypnomentalist. Wie man schon bei dir unten liest, dies ist ein Zeitcast und ich freue mich, dass wir heute ungefähr eine Stunde miteinander reden. Ja, hi Ralf, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke dir. Sehr gerne, weil du bist auch einer von denen, die auf dem Landsiedelkongress in Zeilesheim einen Vortrag gehalten haben. Ich glaube auch im Jagdsaal, also auch Ja. Jagdsaal-Community. Und ich finde es toll, dass diese Reihe gibt, wo ich mit vielen dieser Kollegen reden kann, was sie gemacht haben. Dein Thema war Hypnose, was naheliegend ist bei Hypnomentalist. Dein Text ist vollmundig. Du versprichst den Leuten ein neues Leben und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das hast du auch eingehalten und darum freue ich mich jetzt, dass wir eine Stunde über Hypnose reden können. Vielleicht gleich als Einstieg ein bisschen was über dich. Bei dir steht ja in der Biografie dieses interessante Wort auch dabei, Straßenhypnose. Was ich ehrlich gesagt bei nicht allzu viel Hypnotherapeuten bis jetzt gefunden habe. Das ist schon eine besondere Ja. Situation, oder? Magst du was über Ja. dich erzählen? Ja, also erstens, ich bin ja kein Hypnotherapeut, ich bin nicht therapeutisch unterwegs, ne? Das ist ja auch gerade in Deutschland, gibt es ja so eine Unterscheidung, ne? Wo du Therapie machen darfst und wo nicht, ne? Ich mache also eher, ja, ich nenne es immer allgemeine Hypnose, ne? Das so bis zum Coaching geht. Die Straßenhypnose, mit der verbinde ich allerdings schon was ganz Besonderes, weil damit habe ich angefangen. Ja, ich habe die Hypnose kennengelernt durch Videos von irgendjemandem, der in der Fußgängerzone so eine Blitzhypnose gemacht hat. Und damals dachte ich noch, das kann nur Fake sein, ne? Das kann nicht echt sein. Und habe mich dann halt mit dem Thema beschäftigt und siehe da, da gab es sogar Kurse, wo man das lernen kann und so bin ich dazu gekommen. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her und damals gab es eben auf der Straße noch nicht wirklich hier in Deutschland Leute, die hypnotisiert haben, ne? Das waren so amerikanische Videos. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann mal auf die Straße und habe das gemacht und da habe ich Feuer gefangen und das hat sich immer ausgeweitet. Dann habe ich Kollegen eingeladen, dann haben wir Gruppenevents daraus gemacht, ne? Und dann ist es zu so einer richtigen Community geworden. Und wir haben dann teilweise mit 20 Hypnotiseuren in Heidelberg, Stuttgart, München dann die Fußgängerzone bevölkert. Und das war natürlich immer so ein Riesending, ne? Und auch natürlich ein tolles Treffen immer. Ja, und Straßenhypnose ist natürlich, hört sich komisch an, ne? So wie Straßenkunst, Straßenmusik. Aber es ist eine ganz tolle Möglichkeit, Leuten, die vielleicht noch nie mit Hypnose in Kontakt gekommen sind, zu erklären, was ist das eigentlich und denen eben auch auf eine unterhaltsame Art und Weise mal zu zeigen, wie sich das anfühlt und dass das gar nicht so mystisch, ist, wie man manchmal denkt. Ja. Ich finde das eine total erstaunliche Perspektive, weil aus der Szene, in der ich mich halt bewege, die eher Coaching-Therapie-Szene, wo die ordentlichen, ausgebildeten NLPler und Hypnotherapeuten rumlaufen, ist das ja immer das, wovon man sich abgrenzt. So Straßenhypnose, Zirkushypnose, diese ganzen Geschichten. Und du vertrittst das hier mit einem Strahlen und Leuchten, dass ich denke, das ist cool. Also du würdest dem überhaupt nicht zustimmen, diesem halbseidenen Ruf dieser Hypnogaukler, oder? Naja, ich habe auch schon auf der Bühne gestanden, Ja. habe Showhypnose auf der Bühne gemacht und daher kommt ja dieser Ruf auch, ne? Gerade von früheren Zeiten, wo halt Hypnotiseure auf der Bühne auch teilweise wirklich schlimme Dinge getan haben mit den Freiwilligen, die da hochgekommen sind, alles um das Volk zu unterhalten, sage ich mal. Und ich verstehe schon, dass dann ausgebildete Mediziner, Ärzte, ne, die auch Therapeuten, die Hypnose verwenden, dann den Ruf der Hypnose geschädigt sehen, ne, weil eben die Leute mit Hypnose dann solche Dinge verbinden. Und wenn dann der Therapeut Hypnose anbietet, dann sagen die, um Gottes Willen, bitte nicht, ja. Dabei sind die Techniken, die verwendet werden, ob jetzt auf der Bühne oder in der Therapie, teilweise identisch, ja, und sehr ähnlich. Es ist immer die Frage, was macht man innerhalb der Hypnose mit den Menschen, ja? Und natürlich sind auf der Bühne noch ein paar andere Sachen und teilweise Tricks vonnöten, na, damit die Choreografie stimmt und der Spannungsaufbau. Aber im Wesentlichen ist das schon dasselbe. Und das versuche ich mit der Straßenhypnose auch ein bisschen
zusammenzubringen, ne? Dass ich sage, natürlich kann ich hier in der Fußgängerzone auch Sachen machen, die unterhaltsam sind und erstaunliche Effekte und so, aber ich erkläre dann auch immer gleichzeitig dabei, wie funktioniert das eigentlich, was du gerade erlebt hast und warum. Ja, und sag den Leuten, und wenn du irgendwann mal Schwierigkeiten hast, irgendein Problem oder so und könntest dir vorstellen, dass da Hypnose dir helfen kann, dann geh doch mal zu einem Therapeuten. Ja? Und tatsächlich sind bei diesen Straßenhypnose-Events sehr viele Hypnosetherapeuten, Heilpraktiker und sowas immer dabei. Ja? Und alle haben denselben Spaß daran, den Leuten das ein bisschen näher zu bringen auf die Weise. Ich finde es einen total spannenden Einblick, weil ich muss zugeben, bei mir ist Hypnose als Begriff im Grunde zu annähernd 100% verknüpft mit Milton Erickson und Gunther Schmidt. Das sind meine beiden großen Quellen. Und von Erickson weiß man ja so ein paar Geschichten, dass er auch mal Späßchen gemacht hat mit Hypnose. Gunther Schmidt würde das, glaube ich, weit von sich weisen, in dieser Art zu arbeiten. Drum finde ich echt toll, dass du da so leidenschaftlich drüber redest. Ich nehme dir ab, dass die Leute dann auf der Straße sozusagen was kennenlernen, wogegen sie vielleicht Vorurteile hatten und hinterher merken, das ist doch eigentlich was Tolles, was da geht. Verstehe ich dich da richtig? Ja, also nicht nur das ist was Tolles, was auch Spaß machen kann, was auch schnell gehen kann. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen so der Kern dieser Blitzhypnose-Techniken. Ja, aber was ich möchte, was dann hängen bleibt bei den Leuten, ist, dass man tatsächlich es schaffen kann, mit solchen Hypnose-Techniken binnen kürzester Zeit, teilweise Sekunden, ja, eine Veränderung zu erzielen, wo man vorher gedacht hat, das ist gar nicht möglich. Ja. Und natürlich mache ich auf der Straße keine therapeutischen Inhalte, na, sondern zeige den Leuten, wie dann sie der Meinung sind, ihr Fuß klebt auf dem Boden fest oder sie können ihren Vornamen nicht mehr sagen oder haben die Zahl 3 aus ihrem Gedächtnis gelöscht für den Moment. Ja. Aber das ist das, was die Leute verstehen, dass sie sagen, wow, mit wenigen Worten in kürzester Zeit so eine Veränderung zu erzielen. Was kann ich dann mit Hypnose machen, wenn ich mal ein Problem habe, meine Ziele zu erreichen, ne? Oder wenn ich irgendwie andere Schwierigkeiten habe? Und das bleibt bei den Leuten hängen, dass sie sagen, oh, Hypnose kann doch mehr, als ich dachte. Und vor allem fühlt sich nicht schlimm an, ja? Ist keine Manipulation. Also das ist auch immer etwas, was ich den Leuten mitgebe. Sie sind da selbst verantwortlich, selbst in der Lage, diese Hypnose nach ihren Wünschen zu gestalten oder eben aufzuhören, wenn sie keine Lust mehr haben oder wenn sie sich unwohl fühlen. Und das ist ja auch was bei vielen, in vielen Köpfen noch vorherrscht, ne? Dass man in der Hypnose willenlos ist oder bewusstlos, dass man ausgeliefert sei. Ne? Und das ist auch der Grund, warum viele Leute nicht den Weg zum Beispiel zu einem Hypnosetherapeuten oder Coach suchen, weil sie denken, na, ich möchte da nicht manipuliert werden. Und nach so einer Straßenhypnose haben die meisten Leute diese Ängste nicht mehr. Ne? Die Frage, die du jetzt gestellt hast, wenn du Lust hast, würde ich an der gerne ein bisschen bleiben. Die Frage, was kann mir dann Hypnose erst helfen, wenn ich zum Beispiel Ziele erreichen möchte? Also, um dieses Beispiel zu nehmen, wenn ich erlebe, mein Fuß klebt scheinbar fest, was kann mir das dann helfen, wenn ich ein Ziel erreichen will? Naja, das kann insofern helfen, dass ich ja nicht sage bei der Straßendemonstration, ich klebe dir jetzt den Fuß fest, sondern ich sage, möchtest du mal erleben, wie dein Fuß festklebt? Und dann sagen die Leute, ja klar, klingt interessant. Und dann sage ich, das wirst du selber machen. Na? Ich zeige dir nur, was du tun musst, damit du diesen Effekt für dich erzielen kannst. Und ich leite dich an und sag dir, was du tun musst. Und wenn du die Sachen tust, dann wirst du das erleben können. Und dann machen die Leute da mit. Ja? Und nach 1, 2 Minuten erleben sie, wie ihr Fuß festklebt. Sie ziehen dann am Knie, ja, und denken, oh, das ist ja super, freuen sich darüber. Dann haben aber auch das berechtigte Gefühl, sie haben das selber erreicht. Ja? Und das ist dann die Brücke, die ich versuche zu bauen, dass ich sage, und wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Coaching an deinen Zielen arbeiten und du bist vielleicht bisher noch nicht so in die Pötte gekommen, da loszulegen, dann ist das eigentlich genau dasselbe. Du wirst das selber erreichen, ich kann dir zeigen, wie man das mit Hypnose besser und schneller machen kann, aber du bist selbstwirksam in der Zielerreichung. Ja. Und das ist halt eine einfache Möglichkeit, den Leuten diesen Gedanken näher zu bringen. Ne? Der ist dann halt sehr viel praktischer und
handfester, ja, als wenn man nur so sagt, na, wir machen hier einen Hypnoseprozess und Techniken, die dich enablen und so, ne? Sondern da haben sie es schon mal erlebt und unser Gehirn ist halt sehr gut darin, da dann ein Muster zu erkennen und das zu übertragen in eigene Situationen und Kontexte. Und dann sagen die Leute, ach ja, tatsächlich. Und wenn ich jetzt mit Rauchen aufhören will, ja, dann sage ich, ist genau dasselbe. Nicht ich manipuliere dich, dass du plötzlich Nichtraucher bist, sondern ich erkläre dir, was du tun musst, mit welchen Affirmationen, Selbstsuggestionen, neuen Einstellungen, die du da selber bei dir installieren kannst, du solche Ziele erreichen kannst. Ich vermute mal, du hast gemerkt, in welche Richtung ich will, dass natürlich das Thema Ziele erreichen wesentlich komplexer ist, vielschichtiger, wo, mit inneren Anteilen, vielleicht mit würdigenswerten Widerständen, mit Zukunftsgestaltung und das halt auch eine völlig andere Kategorie ist als so ein sinnesspezifisches Erleben in der Gegenwart. Aber für dich ist es dann sozusagen einfach ein Beweis, was der Geist vermag. Genau, es ist ein Beispiel, ein Beweis, eine Demonstration, ne? Und so sehe ich das ja auch bei der Straßenhypnose. Das ist ein größtenteils, es ist eine Demonstration der Möglichkeiten, soweit man das im Kontext der Fußgängerzone eben machen kann. Ja, und natürlich ist es auch immer ein bisschen Spaß und Unterhaltung, damit auch tatsächlich Leute stehen bleiben und Interessierte dann die Möglichkeit haben, das sich anzuschauen und auch mal Fragen zu stellen. Ja. Und klar, jetzt ein Coaching, ja, wo jemand ein Lebensziel erreichen will, ist natürlich wesentlich komplexer. Aber das versuche ich gar nicht auf der Straße zu vermitteln, ne, sondern ich sage, guck mal, hier ist ein kleines Beispiel, da hast du schon mal einen kleinen Einblick, was möglich ist in so kurzer Zeit. Und wenn wir jetzt statt eine Minute eine Stunde zum Beispiel zusammen verbringen, kannst du dir vorstellen, wie viel mehr wir da noch erreichen können zusammen. Hast du für dich eine Definition, was Hypnose ist? Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja auch mit Inhalte meiner Grundkurse zu Ich frage Hypnose, ne? deswegen, Und weil Gunther Schmidt hat gesagt, dass es eigentlich keine echte Definition dafür gibt. Darum frage ich mal nach bei dir. genau, jeder hat seine eigene und ich leite das den Teil des Kurses immer ein mit fragst du 10 Hypnotiseure nach einer Definition von Hypnose, bekommst du 11 Antworten. Weil tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das Manko an der Hypnose. Es gibt so viele Studien, Forschungen darüber, die sich aber teilweise widersprechen in den Ergebnissen, weil die Vorgehensweisen in den Studien sind unterschiedlich, die Definition, was eigentlich Hypnose ist, ist unterschiedlich und dann wundert man sich natürlich nicht, dass Studien ganz unterschiedliche Ergebnisse halt eben auch herausbekommen. Ja, meine Definition ist eine ganz simple. Ich sage, Hypnose ist die Veränderung der erlebten Realität. Ja, also Hypnose ist ein Prozess, der zum Ziel hat, die erlebte Realität, also die eigene Landkarte, wenn man in NLP spricht, zu verändern. Ja, und das mache ich durch das Erzeugen einer Trance. Das ist bei mir zwingend Teil der Hypnose, ne, ist der Anfang dieses Prozesses und danach folgt das Anbieten einer neuen Realität, einer neuen Wirklichkeit. Und das ist das, was man dann Suggestionen nennt. Ne. Und es gibt natürlich Suggestionen ohne Trance, es gibt Trance ohne Suggestionen. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beiden gehören auf jeden Fall für mich zwingend zur Hypnose dazu. Ne. Ich mag die Und doch. das ist natürlich eine Definition, die sehr weit Ja, gefasst aber ich ist. mag sie wirklich, weil ich meine, du kennst ja auch ein bisschen was von mir wahrscheinlich, dass NLP und vor allem das Modeling da meins ist. Da geht es ja auch um Landkarten und erlebte Realitäten. Und es erinnert mich an die Einleitung, die Bandler und Grinder in ihrem Buch Therapie in Trance, Transformation, geschrieben haben, weil da war es wohl so, dass die auf die Bühne kamen und der eine meinte, sowas wie Hypnose gibt es nicht und der andere meinte, alles ist Hypnose. So mal das Spektrum aufzumachen, weil wenn wir davon ausgehen, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man eh in einer konstruierten Realität lebt, dann lebt man ja eigentlich sowieso immer in Hypnose. Also auch wie Gunter Schmidt das sagt, mit der Problemtrance, mit der Lösungstrance. Und dann verstehe ich dich so, dass es für dich darum geht, ich schreck ein bisschen zurück vor dem Wort, das bewusst zu ändern, weil ich glaube, du machst das manchmal auch im Auftrag deiner Klienten, oder? Oder ist es für dich immer so, dass
du den deinen Kunden beibringst, dass sie das selber so ändern, wie sie es wollen. Also, ja, also so wie es im NLP Grundannahmen gibt, habe ich auch für die Hypnose meine eigenen Grundannahmen, ne, meine eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze, nach denen ich arbeite. Und eine Grundannahme, die ich auch immer vertrete, ist, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Ja, also nicht ich hypnotisiere dich, sondern ich sage dir, was du tun musst, damit du dich selber hypnotisieren kannst. Ich finde es auch ganz wichtig, dass ich nicht sage, ich tue irgendwas, du bist abhängig von mir, ne? Und dein Leid wird nur besser, wenn du wieder zu mir kommst, ne? Sondern diese Selbstwirksamkeit, wie sie Gunther Schmidt ja auch auf allen Tönen postuliert immer, finde ich auch extrem wichtig. Und deswegen ist das schon mein Mantra. Jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Ich kann nur ein Fachmann für den Prozess sein und für das, was man tun muss. Aber deswegen heißen die Suggestionen ja auch Suggestionen. Das sind Angebote. Ich kann nicht garantieren, dass du diese Angebote annimmst. Ja? Ich kann den Prozess so gestalten, dass es wahrscheinlicher wird, dass du Lust dazu hast, die anzunehmen oder dass dein Unterbewusstsein Lust dazu hat. Aber das ist auch schon das Ende meiner Macht als Hypnotiseur. Ja? Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Leute das gleich von Anfang an wissen, weil viele Leute, die eben ihre eigenen Vorannahmen zur Hypnose im Kopf haben, gehen auch zu einem Hypnotiseur und sind der Meinung, sie setzen sich dahin, machen die Augen zu und nach einer Stunde ist ihr Problem weg. Ja, und sie bekommen dann wie beim Arzt irgendwas. Ja? Der Arzt verschreibt Medikamente, der Hypnotiseur macht magische Beschwörungsformeln und dann ist es gelöst. Und das ist es ja leider nicht. Ja? Oder zum Glück nicht. Ja? Ich hake mal ganz kurz ein. Du nennst jetzt auch Gunther Schmidt. Ich weiß, er arbeitet auch so, darum mag ich ihn. Aber sein Lehrer Milton Erickson hat das ja zum Teil so gemacht, dass er das für die Leute übernommen hat. Die kamen dann zu Dr. Erickson und er hat sie in Trance geführt. Der hat das Problem im Grunde für sie gelöst, sie wieder aufgeweckt und dann war das Ding gegessen. Unser verehrter Milton, den sowohl NLP als auch Hypnose quasi als den Großen am Anfang ansieht, der hat sich das Recht genommen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, also ich kenne ihn nicht persönlich, nur das, was man so lesen und sehen kann über ihn, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch teilweise so war, dass er es gemacht hat, weil es halt schneller geht, ja. Und da kommt dann einer und hat schon wieder so ein kleines Problem, was er schon tausendmal hatte, ja. Und dann hat er gesagt, komm, ich mach's dir schnell weg, ja. Das ist durchaus was, was man machen kann, ja. Aber es erzeugt natürlich auch immer eine Abhängigkeit, ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist eigentlich nichts, was ich anstrebe. Sondern da gehe ich schon mit Gunther Schmidt, der das natürlich ins Extreme treibt. Ne? Der hakt ja sogar ein, wenn der Klient sich bei ihm bedankt. Ne? Sagt er, nee, ich habe damit nichts zu tun. Ja? Ich finde das aber sehr wichtig, weil die Leute, die gehen ja nach so einer Hypnose, Coaching, Therapiesitzung wieder in ihr eigenes Leben zurück und die müssen ja mit sich selber klarkommen. Und wenn Sie dann immer im Hinterkopf haben, dass das nur jetzt gerade gut ist, weil der Therapeut da war, ist das, glaube ich, keine, ja, wirklich langhaltig zielführende Sichtweise auf die Welt. Ja. Und deswegen, also wenn man das mal im Kleinen macht, wenn man mal zurückgehen zu dieser Definition von Hypnose, wo ja die Trance drin steckt, ja. Also für mich ist immer der Unterschied, Hypnose ist der Prozess und Trance ist ein Zustand, den ich benötige für den Prozess. Und Trance ist für mich der Fokus auf etwas, ja, der Wahrnehmungsfokus auf eine bestimmte Sache. Und deswegen, du hattest das vorhin gesagt, Bendler und Grinder haben sich ja da so ein bisschen den Spaß erlaubt. Ich sehe es schon so, dass wir eigentlich, jeder von uns, jederzeit in einer Trance ist. Ja, jetzt fokussiere ich mich gerade auf dich und auf das Gespräch, also bin ich in einer Gesprächstrance, ne? Weil dadurch, dass ich mich auf dich konzentriere, andere Dinge nicht mehr so in meinem Fokus sind, ja? Und dadurch verändert sich natürlich die Sicht auf die Welt, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Ich kann den Fokus natürlich ändern, wenn es an der Tür klingelt, ne? Dann ist er weg, ja?
Und was Gunther Schmidt sagt mit dieser Problemtrance und der Lösungstrance, das benutze ich auch immer wieder, weil es sehr schön darstellt, warum die Leute überhaupt Probleme haben und warum sie dann jemanden brauchen, der ihnen hilft, da wieder rauszufinden. Wenn ich unter einem Problem leide, dann ist das ständig in meiner Aufmerksamkeit. Ja? Und das verschlimmert das Problem oft nur, dass ich ständig daran denken muss. Und dadurch, dass mein Fokus, mein Wahrnehmungsfokus so stark auf dieses Problem gerichtet ist, sehe ich auch nicht mehr rechts und links vielleicht ganz einfache Lösungsmöglichkeiten. Ja, und bin, ja, im NLP nennst du das dann Stuck State, ja, bin gefangen in dieser Problemtrance, ja, und habe nicht mehr Zugriff auf Ressourcen, die ich bräuchte, um mit dem Problem umzugehen. Und wenn ich jetzt als Hypnotiseur dem Klienten helfen kann, diesen Fokus zu verschieben, ja, von der einen Trance in die andere, ja, Gunther Schmidt nennt es dann Lösungstrance, dann ist oft, schon der größte Schritt getan. Ja, und das kann ich mit Hypnose natürlich ganz toll machen, weil die Hypnose sehr gut dafür geeignet ist, den Wahrnehmungsfokus zu lenken. Und ja, und bei diesem Beispiel der Straßenhypnose mit dem am Boden festklebenden Fuß, da ist das nichts anderes. Das Einzige, was ich tue, ist, den Fokus so sehr auf den klebenden Fuß zu fokussieren, auf die Idee, dass der Fuß plötzlich nicht mehr vom Boden zu lösen ist, mit Hypnosetechniken, ja, merken die Leute dann, wow, jetzt bin ich so stark fokussiert, dass ich selber dran glaube und gar keine Chance mehr habe, diese Situation zu ändern, bis ich den Fokus wieder ändere. Ich finde, da bringst du eine ganz spannende, ich weiß nicht, ob es eine Paradoxie ist. Also ich mag deinen Satz, dass du sagst, jede Hypnose ist eigentlich Selbsthypnose. Und du leitest die Leute an, das zu tun. Aber Selbsthypnose, da hast du ja die beiden Positionen, Hypnotiseur und Klient. Das ist ja dann innerhalb einer Person. Jetzt hat ja der Klient das Problem, eben auf einen Punkt fokussiert zu sein, und er hätte den Fokus davon gerne weg. Das müsste jetzt ja der Hypnotiseur erstmal hinbekommen, damit er den Klienten überhaupt weglenken kann. Sonst gucken sich ja beide dahin. Das heißt, du brauchst ja im Grunde in der inneren Position des Hypnotiseurs jemanden, der das Problem schon gelöst hat. Also wie löst du den Knoten auf? Ja, also das ist auch so Hauptthema von meinem Modul Selbsthypnose, ne? Weil dieses Dilemma, ich muss gleichzeitig Hypnotiseur sein, der ja die Aufgabe hat, durch den Prozess zu leiten, ne? Und der aus einer Beobachterrolle ja, objektiv sehen muss, da läuft der Prozess, ist ja so eine Metaposition eigentlich, ne? Und gleichzeitig muss ich der Hypnotie sein. Also der Klient, der sich öffnet, der sich einfach mal einlässt, ne, der mal loslässt und mitschwingt. Und das gleichzeitig zu machen, ist natürlich tatsächlich schwierig. Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Dilemma aufzulösen. Entweder ich kann das zeitlich machen, indem ich eine Hypnose einfach vorher aufspreche, auf mein Handy, ne, MP3 aufnehme. Dann bin ich der Hypnotiseur so lang. Und danach spiele ich das ab, ziehe mir das Kopfhörer an und dann kann ich die andere Rolle einnehmen. Ne? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ich verkürze diesen Prozess des Hypnotiseurs sehr stark, indem ich mir zum Beispiel ein Mantra ausdenke, ja? Einen kurzen Satz, eine Affirmation. Und die kann ich dann in der Rolle des Hypnotis mir aufsagen, ohne dass ich so sehr diese Rolle verlassen muss, weil es mich nicht geistig so sehr fordert, ne? Einen kurzen Satz zu sagen, wenn ich mich selber im Spiegel angucke zum Beispiel, ne? Und dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, auch mit körperbetonten Techniken, ne? So ein Bodyscan oder eine progressive Muskelentspannung oder andere Dinge, die dann spezifische Selbsthypnose-Techniken sind für einen bestimmten Zweck. Ja, sehr häufig wird ja Hypnose mit Entspannungstechniken gleichgesetzt, ja, was ich auch immer versuche, den Leuten beizubringen, dass es nicht so sein muss. Ne? Nicht jede Hypnose ist Entspannung, aber das ist eben auch häufig das, was die Leute benötigen. Ja? Wenn die Stress haben im Alltag und abends Schwierigkeiten haben, einzuschlafen, dann kann man natürlich mit so Muskelentspannungsübungen, ja, ganz toll den Körper entspannen, den Geist entspannen und so zur Ruhe kommen. Das kann man jetzt Hypnose nennen, muss man auch nicht. Ja? Nach der Definition
die ich vorhin genannt habe, ist es Hypnose, weil ich meinen Fokus sehr stark konzentriere auf einzelne Körperregionen und das ganze Konzept der Entspannung. Ja, und dadurch verändere ich meine erlebte Realität allein dadurch, dass ich mich darauf fokussiere. Und dadurch entsteht eben auch diese Veränderung. Und dann wäre es eine Hypnose. Ja. Du hattest gerade in dem Nebensatz das Wort Mantra erwähnt. Deswegen würde ich da gerne mal so ein ganz kleinen Umweg aufmachen zum Thema Meditation und Hypnose. Einer meiner ersten Kontakte zur Hypnose war in der Zeit, als ich Practitioner gemacht habe. Da kam ich mit einer Gruppe in Kontakt, da wurde meditiert. Und da fand ich sehr erstaunlich, dass es dort explizit hieß, es wäre den Leuten verboten, sich mit Hypnose zu beschäftigen. Denn Hypnose wäre das absolute Gegenteil von Meditation. Bei mir führte es dazu, dass ich mich dann von dieser Meditation abgewandt habe. Aber ich fand das so spannend, dass sie halt gesagt haben, es gibt ein normales Alltagswachbewusstsein. Und wenn du in die eine Richtung gehst, gehst du Richtung Meditation. Und wenn du genau in die andere Richtung gehst, gehst du Richtung Hypnose. Das war deren Definition. Und der Dreh- und Angelpunkt war die Rolle des Bewusstseins. Wie siehst du das? Also ich werde auch immer wieder gefragt, ne, was ist denn der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose? Und das kommt ein bisschen darauf an, wie man Meditation sieht, ne? Es gibt ja, also wenn ich jetzt die klassische Zen-Meditation nehme, ne, dann würde ich sagen, nein, das ist keine Hypnose. Denn das Ziel der Zen-Meditation ist ja eben, sich nicht zu konzentrieren auf irgendetwas, ja, auf einen Gedanken oder so, sondern möglichst alles freizulassen, ja, und nur noch zu sein, ja, und sich gar nicht mehr zu fokussieren und auch kein Ziel zu verfolgen dabei. Und da würde ich sagen, ist es sehr weit weg von der Hypnose. Ja? Und je nachdem, wie die Gruppe, die du da kennengelernt hast, das definiert hat, kann ich dann das natürlich sehr gut verstehen, weil Hypnose fokussiert sehr deutlich und sehr klar auf eine bestimmte Sache, auf ein Ziel, auf einen Fokus und wird eben auch entsprechend angeleitet. Jetzt gibt es allerdings auch viele, viele andere Arten der Meditation, geführte Meditationen. Traumreisen werden ja auch manchmal in diesen Topf geworfen. Ja? Und da gibt es jemanden, der die Leute anleitet, der den Leuten während dieser Meditation erklärt, worauf sie achten sollen, was sie denken sollen, was sie sich vorstellen sollen und so weiter. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich eine Hypnose. Ja? Denn ich fokussiere die Aufmerksamkeit auf etwas Zieldienliches, ja, um dort eine Veränderung herzustellen. Ja, und dann ist eine Meditation eine Hypnose. Ich schätze sehr Günther Beyer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. In Trance sind für mich die schönsten Fantasiereisen, die ich kenne. Und ich mag bei ihm, dass es geht das Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er sowohl bei Milton Erickson als auch bei Osho gelernt hat. Dann kommt noch die Musik dazu von Günther Deuter, die auch wirklich wunderbar ist. Also, das ist für mich so eine Kombination, wo das gut zusammengeht. Und ich finde auch von den Zielen hat sie auch gewisse Ähnlichkeiten, sich halt dieser selbstgebauten Realität bewusst zu werden. Und den, glaube ich, spannendsten Aspekt finde ich mich beschäftigt eine Definition von Meditation von Harari, dem Autor, der meinte, Meditation ist, den Geist zu erforschen in seinen Möglichkeiten und kennenzulernen. Da würde ich sagen, das sollte doch Hypnose eigentlich genau das auch sein, dass man die Möglichkeiten des Geistes erforscht. Also an dieser Stelle würde es für mich sehr gut zusammengehen. Deine Beschreibung von Zen-Meditation wird mich, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen, dass es darum geht, gerade keinen Fokus zu haben, weil ich kenne das ganz oft so mit der Kerze, die vor einem steht, oder mit den Sachen, dass man gerade eigentlich übt, einen Fokus zu halten. Aber ich glaube, das würde jetzt den Podcast sprengen. Also, wenn man mal überlegt, was ist das Ziel, ja, dieser Zen-Meditation, ist es ja dann irgendwann davon wegzukommen. Ne? Und die Kerze ist ja nur das Hilfsmittel für, wenn du noch nicht im Nirvana gelandet bist, dass du eben deinen Fokus möglichst einschränkst. Ne? Und wenn du nur noch auf die Kerze fokussierst, dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter, später mal auf gar nichts mehr fokussieren zu müssen. Ne? Und wie gesagt, das kommt halt ein bisschen darauf an, wie man das sieht, ne, wie man es definiert. Und ich finde es letztendlich,
auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt linksrum, rechtsrum das genau auseinanderhält oder genau definiert und abgrenzt, sondern ich finde, es gibt einfach eine ganze Menge Techniken und Methoden auf der Welt, die uns helfen können bei ganz verschiedenen Sachen. Und ich bin sehr dabei, die alle so zusammenzuwürfeln und zu benutzen und Neues zu entwickeln, dass es hilft, ja. Auch NLP und Hypnose, finde ich, passt so super zusammen, ist so kompatibel. Und ich finde es schade, dass in NLP-Ausbildungen sehr wenig Hypnose gelehrt wird. Und noch viel schader finde ich es, dass in Hypnose-Ausbildungen fast nie NLP gelehrt wird. Und das sollte man unbedingt ändern. Wollen wir dem ein bisschen Zeit geben? Also ich sage in meinen NLP-Ausbildungen immer, was wir hier machen, ist im Grunde Hypnose, die ganze Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, als Gunter Schmidt einmal in einem seiner Kurse meinte, ach, die NLPler, die machen doch zu 80% das Gleiche wie wir. Wo ich dachte, hui, da kann ich am Umkehrschluss fast sagen, du machst zu 80% das, was NLP macht. Man weiß ja, er ist sehr befreundet mit Robert Dills. Und natürlich, es geht beides auf Milton Erickson zurück. Und ich fand sehr spannend, die Male, wo ich bei Gunter Schmidt war, zu schauen, wo würde ich den Unterschied beschreiben, wie er es macht und wie wir es im NLP machen. Und einer der größten Unterschiede, die mir aufgefallen sind, war der Faktor Zeit. Wie viel mehr Zeit sich Gunter Schmidt für manches nimmt. Also mal ein Beispiel zu nehmen, Mapping Across. Dieses einfache, ich habe eine Körperstelle, die krank ist, eine, die gesund ist. Und ich übe, dass ich die kranke Körperstelle in den Submodalitäten der Gesunden sehe. Wenn ich das im Rahmen der NLP-Ausbildung oder im Coaching mache, braucht das 5 bis 10 Minuten. Und dann hat Gunter Schmidt gesagt, wenn er das macht, er hat es anders genannt, das war die gleiche Technik, dann ist es selten unter einer Stunde. Da dachte ich mir, hui, ich dachte erst, kriege ich das überhaupt hin, das so lange zu machen? Und dann hatte ich danach ein Practitioner-Wochenende, da kam eine Frau mit einer Kehlkopfentzündung. Und ich habe dann geguckt, sie super langsam durch dieses Format zu führen. Ich habe es geschafft, dass es eine halbe Stunde gedauert hat. Der Effekt war so viel größer, als ich es gewohnt bin beim normalen Mapping Across, dass ich dachte, danke Gunter Schmidt, dass du mich darauf hinweist, dass es manchmal wirklich gut ist, sich die Zeit zu nehmen. Sich da wirklich darauf einzulassen, in aller Ruhe das zu machen. Also da fiel mir auf, dass NLP oft so ein bisschen so ein husch, husch, schnell. Wir sind die ganz Schnellen. Das ist also einer von den ganz großen Unterschieden, die mir aufgefallen ist zwischen dem klassischen üblichen NLP und der Hypnose. Ich vermute, du siehst noch andere. Deine nonverbalen Signale sehen so aus. Ja, also ich bin da voll bei dir. Ich kann das gut nachvollziehen. Jetzt bin ich natürlich, komme ich ja aus der Blitzhypnose, ne? Das war ja die Art der Hypnose, mit der ich angefangen hatte damals. Und das steckt auch immer noch in mir drin. Also ich kriege heute noch in den Kursen manchmal das Feedback, das ging jetzt alles so schnell. Weil die Leute bei der Hypnose natürlich auch diese Vorannahme haben. Man liegt da eine Stunde lang auf der Couch, nimmt sich auch eine Decke. Es ist manchmal tatsächlich so, wenn ich in den Kursen dann sage, so, jetzt machen wir eine kleine Hypnose, da fangen die Leute an, sich eine Decke zu suchen. Ja. Na klar, wenn du da eine Stunde bewegungslos liegst, dann ist es besser, du bist zugedeckt. Ne? Aber meine Hypnosen gehen selten länger als eine Viertelstunde. Die meisten Demonstrationen sind wesentlich kürzer, aber natürlich, wenn man sich mehr, also wenn der Hypnotie sich mehr Zeit nimmt, sich sich selber und diesen Effekten und alles zu beschäftigen, wenn man ihm mehr Zeit gibt, sich da hineinzufinden in diese andere Welt, ja, dann sind die Ergebnisse oft nachhaltiger. Ja, bei der Straßenhypnose brauche ich keine nachhaltigen Ergebnisse, da sind die nur für einen Moment. Ja. Aber wenn ich jetzt echte Veränderungen erzeugen will, dann macht es natürlich Sinn, sich sehr ausgiebig damit zu beschäftigen. Und Gunter Schmidt kommt noch bei ihm dazu. Er greift ja immer sehr gerne alles auf, was von den Klienten kommt. Na, das heißt, die machen kaum ihren Mund auf, schon geht die Sitzung in eine andere Richtung und wird danach wieder so ein bisschen eingefangen und so. Und das braucht natürlich auch Zeit. Na. Und ich finde das auch gut, na, weil wenn wir jetzt im therapeutischen Setting sind, dann kommen die Menschen mit Dingen in ihrem Kopf und in ihrer Gefühlswelt,
die bearbeitet werden möchten, die erstmal eine Zeit brauchen, bis man sie vielleicht loslassen kann oder in eine andere Richtung bringen kann. Und das geht halt leichter, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Ja, und NLP, also tatsächlich, wenn man sich die ganzen NLP-Formate mal anschaut, dann sind sehr viele hochhypnotisch. Ja, aber zumindest habe ich so in den Ausbildungen, in denen ich war oder die ich begleitet habe, kennengelernt, dass gerade am Anfang in diesen NLP-Practitioner-Ausbildungen doch sehr kognitiv gearbeitet wird. Man hat da ein Rezept und dann legt man einen Bodenanker, ja, und dann schreibt man etwas auf und dann sagt man so, jetzt begib dich mal, ja, in die zweite Position oder so. Also es ist schon ein oft sehr kognitives Vorgehen. Und in der Hypnose versuche ich eben auch das Unterbewusstsein sehr stark anzuregen. Das machen die NLP-Formate auch, ja, aber es ist gerade in den Grundformaten nicht so vordergründig, ja. Klar, wenn ich sage, versuch dich doch mal in deinen Gesprächspartner hinein zu versetzen, nimm mal die zweite Position ein, dann muss ich hier sehr stark visualisieren, assoziieren, muss mich mit meiner ganzen Gedankenwelt in diese Person hinein versetzen, damit das auch ordentlich funktioniert. Und dann hat es auch einen extrem guten Effekt. Ich kann aber auch sagen, naja, wahrscheinlich ist der sauer, weil ich gerade diese Formulierung benutzt habe. Dann hat man sich auch in die zweite Position hineinversetzt, aber eben nicht so mit der ganzen, mit dem ganzen Leib und der ganzen Seele, ne? Und dann sind die Effekte natürlich auch anders. Ich staune, weil wirklich für mich gibt es bestenfalls einen graduellen Unterschied zwischen NLP und Hypnose. Ich meine, Bandler und Grinder, ich glaube, man kann ehrlich sagen, sie waren bei ihren Modellen von Erickson am meisten beeindruckt. Also sie haben ja mit Perls angefangen, das Modeling, dann Satir. Aber du merkst, nachdem sie Erickson getroffen haben, haben sie einmal NLP neu erfunden. Und Bandler bekennt sich bis heute dazu, dass er überwiegend Hypnose macht. Das ist eigentlich, wofür er steht. Grinder, wenn du liest, wie er Modeling beschreibt, ist es pure Hypnose. Und ich stimme auch dem nicht ganz zu, was immer so gerne gesagt wird mit dem Kognitiv. Also da wäre dann die Frage, setzt du kognitiv gleich mit Bewusstsein? Und wenn du es gleichsetzen würdest, fände ich es umso mehr ein Widerspruch, weil du ja eigentlich gerade sehr plädiert hast für Hypnose mit dem Bewusstsein an Bord. Also als bewusster Prozess, als selbstgesteuerter Prozess. Also an dieser Stelle, da hakt es ein bisschen für mich gerade. Stehst du? Also, ja, könnten wir lange drüber reden, aber Wir haben nehmen wir Zeit. mal kognitiv und bewusst gesteuert als ähnlich, ne? Dann denke ich schon, ja, in der Hypnose arbeitet man sehr, sehr stark mit dem Unterbewusstsein. Das ist ja das Ziel, das Unterbewusstsein dazu anzuregen, Veränderungen anzustoßen, damit die dann aus Sicht des Bewusstseins wie von selber plötzlich sind. Ne? Ganz ohne Anstrengung kann ich diese Veränderung erleben, ne? Weil mein Unterbewusstsein die ganze Arbeit macht, ne? Und ich dann sage, oh ja, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, ich muss gar nicht die ganze Zeit gegen meinen inneren Schweinehund kämpfen, sondern es ist einfach so passiert, wie toll. Das ist also eine Sache, die ich finde bei der Hypnose sehr stark im Vordergrund steht und selbstverständlich auch bei fast allen NLP-Formaten. Was ich gesagt habe mit NLP, ist mir in der Lehre, wie sie heute betrieben wird, oft zu kognitiv, ist dieses starke sich halten an Rezepten, an Prozessschritten. Na? Und das ist natürlich etwas, was diesen kognitiven Charakter sehr fördert. Na? Dass jetzt, wenn wir in so einem Übungssetting sind, da hat der eine sein Blatt, na, und sagt, so, jetzt machen wir Schritt 2. Bist du schon fertig? Nee, wir müssen nochmal. Und jetzt kommt Schritt 3. Na? Das ist also von dem ganzen Setting, von der ganzen Situation eher weniger ein Dialog mit dem Unterbewusstsein. Ne? Und die arme Person A, die dann versucht, das alles umzusetzen, muss sich dann assoziieren und strengt sich dann auch wirklich an. Das ist eine bewusste Anstrengung, zu versuchen, eine andere Wahrnehmung einzunehmen, sich was vorzustellen und so. Und bei der Hypnose, finde ich, ist dieser ganze Kontext, den man schon setzt, dieses ganze Pre-Framing von der Hypnosesituation ein bisschen
besser dazu geeignet zu sagen, wir machen hier einen netten Plausch mit dem Unterbewusstsein. Dein Bewusstsein, dem erzähle ich jetzt eine schöne Fantasiereise, na, damit du dir vorstellen kannst, du bist am Strand. Und während du das genießt, rede ich mal gerade mit deinem Unterbewusstsein und wir beide schauen, dass wir Veränderungen anstoßen. Na, so ist ja ein bisschen dieses Setting. Bei dem ersten Teil hast du mich komplett auf deiner Seite. Beim zweiten widerspreche ich gleich gerne. Aber mal beim ersten angefangen, dieses an der Formel kleben. Das ist auch eine Sache, die mich im NLP sehr stört. Da ist meine Meinung, NLP ist eine Sprache und die NLP-Ausbildung ist ein Sprachkurs und die Formate sind Beispielsätze. Und niemand im Sprachkurs würde erwarten, dass er mit exakt den Sätzen aus dem Kurs später im Land der Veränderung durchkommt. Also da hast du mich voll auf deiner Seite. Während das andere, ich erlebe eigentlich ab den ersten Tagen Practitioner, dass selbst die einfachsten Formate die Teilnehmer in Kontakt kriegen mit ihrem Unbewussten. Weil nonverbale Kommunikation, es wird einem so viel bewusst, was man kommuniziert, was man überhaupt nicht bewusst gedacht hat. Beim ersten Collapsing Anchors, wenn ich merke, wenn ich die beiden Anker zusammenbringe, passiert was, was ich nicht erwartet habe. Ich komme auf neue Sachen. Also für mich arbeitet NLP vom ersten Augenblick an intensiv mit dem Unbewussten. Also da sehe ich das NLP vielleicht einen Tick anders als du. Ja. Na, wir sind schon beieinander. Ich stimme dir voll zu, dass das NLP unbewusste, unterbewusste Veränderungen erzielt. Und zwar wirklich in enormer Geschwindigkeit teilweise, ne? Je nachdem, was man macht. Was ich so ein bisschen anprangere, ist, wie es gelehrt wird. Ja, ja, und das finde ich, ist häufig sehr kognitiv lastig, ja, sehr rezeptabarbeitend. Ich meine natürlich jemanden, der gerade seinen ersten Tag im Practitioner hat, ja, der erstmal an das Thema NLP herangeführt werden muss, der möchte natürlich auch ein Rezept, eine Vorgehensweise, ja, was er mitschreiben kann und wo er sich dran halten kann. Ich finde nur, es geht ein bisschen weg von der Art und Weise, wie damals Bandler und Grinder sich das gedacht haben. Ja, wie du richtig sagst, ne, diese Formate, die wir heute noch wie vor 40 Jahren, ja, sind ja teilweise noch dieselben, die wir heute noch lehren, die waren eigentlich nur als Beispiele gedacht. Ja? Und gut, das muss ich dir nicht erzählen, dass eigentlich der Kern des Modeling war, dass man also sich anschaut, wow, diese Person da drüben, die macht was, das möchte ich auch gern können, dann weiß ich gar nicht, wie der das hinkriegt. Ja? Und dann schaue ich mir das mal mit der Sprache des NLP genauer an und versuche das zu ergründen, damit ich es replizieren kann oder eben auch mit meiner eigenen Färbung. Ja, versehen kann. Das kann ich ja nur, wenn ich erstmal verstanden habe, was diese Person da genau macht und mit welchen Strategien die arbeitet. Ja. Und ich habe den Eindruck, bei vielen NLP-Ausbildungen ist es da stehen geblieben. Ne? Die haben also die fertigen Rezepte von damals, ja, die stehen heute noch in den Curricula der Ausbildung genauso drin. Lass mich dir schnell zustimmen bei deiner Meinung über viele NLP-Ausbildungen, weil da bin ich komplett auf deiner Seite. Ich glaube, es liegt daran, dass es halt, ich würde es so formulieren, die Illusion von Sicherheit gibt. Sich an solchen Schritten festzuhalten, gibt einem das Gefühl, da kann ich nicht viel falsch machen, es wird funktionieren. Menschen, die so arbeiten, verlieren nach meiner Erfahrung nach ein, zwei Jahren den Spaß am NLP, weil es nicht weitergeht. Aber lass mich lieber auf den anderen Punkt gehen, Modeling. Ja. Grinder beschreibt ja Modeling im Grunde als reinen Trance-Prozess. Also wenn du bei ihm liest oder seine Videos anguckst, sagt er, für ihn ist Modeling, dass ich erst in Trance oder Hypnose, ich weiß nicht, wie er die beiden Sachen unterscheidet, eins werde mit dem Modell, bis ich unbewusst dessen Kompetenz wirklich nachmachen kann und erst dann gehe ich aus der Trance raus und fange an, mir die Sachen bewusst zu machen. Also sein Modeling-Prozess ist ein einziger Trance-Prozess. Ja, also das stimmt. Wenn du das mal als Grundlage nimmst, das hatte mich auch erstaunt, als ich Modeling gelernt habe in der NLP-Ausbildung, ja, dass gerade nach Grinder.
Das Erste ist, was man macht, eben nicht aufzuschreiben, nach welchem Rezept verfährt derjenige, sondern einfach mal hineinzufühlen, sich einzulassen, ne, eins zu werden, damit man die Möglichkeit hat, das auf verschiedenen Ebenen überhaupt zu erspüren, ja, was man vielleicht bei der reinen Wahrnehmung, wenn man die Person sich anschaut, eben nicht ergründen kann. Und danach dann diese unbewusste Kompetenz, die da so anfängt zu entstehen, aufschreibt, wie wenn man morgens aufwacht, hatte eine tolle Idee im Traum und muss es gleich aufschreiben, bevor man es vergessen hat. Ja? Und dass man dann eine Sprache hat, mit der ich in der Lage bin, solche Dinge überhaupt zu formulieren. Ne? Und dann habe ich es fixiert und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten, kann das verfeinern, kann nochmal checken, ist es das, was tatsächlich das Original auch getan hat oder nicht. Ne? Und dafür denke ich, braucht es dann schon einen sehr kognitiven Prozess, ja? Weil nur so kann ich dann die Feinheiten verbessern. Aber ja, ich finde es auch total spannend, wie es Grinder postuliert hat, dass der erste Schritt erstmal eine, ja, wie du sagst, eine Trance ist. Ja? Ich glaube, wir kommen da zum Problem der Lehre und das ist vielleicht ein schönes nächstes Thema, weil du ja auch Hypnose lehrst. Also für mich geht dieser eher kognitive Zugang sehr auf Dils zurück. Und ich glaube, Dils, ich bin übrigens Dils extrem dankbar. Für mich ist Dils ganz viel meines heutigen NLPs ist Dils. Also diese ganzen, gerade die Modelle, das Ganze zu ordnen. Und ich glaube, Dils hat festgestellt, Bendel und Grinder waren so genialische Leute, so eruptiv. Und sie haben halt auch viel in Trance vermittelt, das Wissen. Also ich kenne Leute, die waren bei Bendler, hinterher konnten die alles Mögliche, sie hatten keine Ahnung, was sie können. Also es fehlte diese bewusste Ebene. Und das ist mir halt dann auch wieder zu viel von dem einen Extrem zu sagen, ich führe dich in Trance, ich bringe dir es unbewusst bei, das sagt ja Bendler wörtlich. Die Leute kommen zu ihm, er führt sie in Trance, er füttert das in ihr Unbewusstes, hinterher wachen sie auf und können die Sachen, auch wenn sie nicht wissen, was sie können. Und darum finde ich das schon sehr, vielleicht bei Hypnose noch mehr als bei NLP, die spannende Frage, wie lehre ich es denn? Also muss ich Hypnose lehren in Hypnose oder kann ich Hypnose auch durchaus kognitiv lehren? Ja. Ja, also gerade wo du Robert Dills erwähnst, ich war erst vor ein paar Wochen bei ihm auf einem Wochenende und war erstaunt, wie er sich auch entwickelt und verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Er macht ganz viel über Physiologie, über Körperlichkeit, ne, was ich von ihm gar nicht so richtig erwartet hatte. Er geht nicht die Ebenen hoch und runter, ja, sondern er hat da sehr viel jetzt, wo man sagt, spür das doch einfach mal und dann wirst du schon merken. Ne? Fand ich ganz spannend. Ich denke schon, der Hypnotiseur hat ja schon die Aufgabe, durch den Prozess zu führen. Ein Hypnotiseur, Hypnotiseurin muss während einer Hypnose schon bei klarem Verstand sein, sehr kognitiv unterwegs sein, überlegen, was ist der nächste Schritt, was braucht mein Klient jetzt gerade als nächstes, wie kann ich das anleiten, wie kann ich es vermitteln, dass er das dann auch umsetzen kann. Ja? Man sagt zwar, es hilft dem Hypnotiseur, mit in eine Trance zu gehen, bei der Trance-Einleitung zumindest, ne? Weil da fängt der Klient dann ganz automatisch an zu spiegeln, den Hypnotiseur. Das heißt, wenn ich dich in eine Trance führen möchte, dann macht es Sinn, dass ich selber in eine Trance gehe. Wenn du dann aber mal in einer Trance bist und ich ja die Aufgabe habe, durch den Prozess zu führen, dann sollte ich meinen Verstand wieder einschalten und meinen Trance-Fokus eben auf den Prozess richten. Ne? Der Hypnotie ist in einer anderen Trance. Ne? Wir sind dann schon beide in einer, aber in unterschiedlichen, weil der Hypnotie hat die Aufgabe, seine eigene Veränderung anzustoßen, seine Welt zu erleben. Ne? Wenn ich jetzt das lehre, dann lehre ich ja zum einen durch Eigenerfahrung, wie fühlt sich denn so eine Trance an? Ja, also ich lehre sozusagen die Seite des Hypnotis und das mache ich selbstverständlich in Trance, weil das ist die einfachste Art und Weise für die Leute, das kennenzulernen und zu verstehen, ist, wenn sie es selber genauso erleben. Die Seite des Hypnotiseurs, also den Prozess einer Hypnose, den lehre ich nicht in Trance, weil das wäre kontraproduktiv als andere Ziel.
Ziele sind. Das heißt, das ist schon eher kognitiv. Da habe ich auch Abläufe, Rezepte, Konzepte, die man zusammenbauen kann. Ja. Hypnose, da eignet es sich sehr so ein Baukastendenken, so ein Werkzeugkofferdenken. Ja. Es gibt verschiedene Phasen der Hypnose, die sind eigentlich bei jeder Art der Hypnose immer ähnlich. Ne? Es gibt eine Art Setup-Phase, wo ich den Kontext schaffe. Dann gibt es so eine Art Induktionsphase, wo ich diese Trance einleite. Dann gibt es eine Phase der Intervention, also was auch immer ich dann vorhabe in der Hypnose, diese Veränderungsarbeit. Und dann gibt es am Schluss noch eine kleine Phase der Ausleitung, des Abschlusses. Ne? Also die sind eigentlich immer festgelegt. Und jetzt kann ich zum Beispiel diese Einleitung, die kann ich eher rituell gestalten, wie das viele Klienten erwarten, ne? Oder ganz schnell, wie bei der Blitzhypnose, indem ich einfach nur laut Schlaf rufe und irgendwie am Arm ziehe oder so oder mit den Fingern schnippe. Oder ich kann sie völlig verdeckt machen, ne? Wie das Erickson oft gemacht hat oder auch Gunther Schmidt einfach im Gespräch, weil ich kann ja auch im Gespräch den Fokus lenken. Ja? Und da gibt es halt verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten. Und dann habe ich so nach einer Weile, habe ich mir so meinen Köfferchen zusammengebaut. Und je nach Situation, je nach Klient kann ich dann sagen, okay, hier ist jetzt eher eine ritualisierte Hypnoseeinleitung vonnöten, weil der Klient es einfach erwartet, ne? Weil er denkt, nur dann hilft's, ne? Und bei einem anderen, der vielleicht tatsächlich der Hypnose skeptisch gegenübersteht, ne? Da muss ich vielleicht eher im Gespräch den Fokus lenken. Ja. So gibt es da Möglichkeiten, so oder so. Aber die Art und Weise, um nach langem Reden auf deine Frage zurückzukommen, das zu lehren, da würde ich schon sagen, das ist eher kognitiv. Da baut man sich Werkzeuge zusammen, Abläufe und ja. Du hattest eine Bemerkung drin, die hat mich wirklich aufmerken lassen. Diese Idee, dass du klar am Anfang mit in die Trance reingehst, go first, kennen wir beide, und dann aber eher wieder ein bisschen raus, um den Prozess verstandesgemäß steuern zu können. Und da habe ich gemerkt, witzig, ich würde es genau andersrum formulieren, weil nur wenn ich richtig mit reingehe, kann ich ihn verstandesgemäß steuern. Und ich will dir ein Beispiel dafür geben, jetzt ganz frisch aus der NLP-Ausbildung. Und da hatte ich eine Demo, eine Vorführung mit einer Teilnehmerin. Und die beschrieb halt mit Gestik, wie sie eine bestimmte Konstellation mit anderen Menschen wahrnimmt. Und da tauchte immer eine Geste auf, dass sie eine Mauer wahrnimmt. Da ging es um Schutz und das war auch nicht doll und was weiß ich. Weil von den anderen Angriffe kamen. Und dieses Angriff wurde natürlich logischerweise außerhalb der Mauer gezeigt. Weil deswegen davor schützt sie ja die Mauer. Und dann war die entscheidende Stelle, wo sie was gesagt hat, was daran wirklich so gefährlich wäre. Und dann hat sie gesagt, dann kämen die Angriffe durch. Und diese Geste war komplett hinter der Mauer, also auf ihrer Seite. Deswegen habe ich sie dann gefragt, wer greift dich denn da an? Weil das war ganz klar hinter der Mauer. Dann wurde ihr klar, sie selber ist es und wir hatten einen Durchbruch. Und ich habe halt hinterher dann der Gruppe erklärt, wenn ich nicht komplett in diese Trance mit reingegangen wäre, wenn ich nicht diese Mauer gesehen hätte, wenn mir nicht genau klar gewesen wäre, was sie da alles visualisiert, hätte ich diese 10 Zentimeter Unterschied in der Geste nie gesehen. Nur weil ich in der Trance mit drin war, konnte mir das auffallen. Und deswegen konnte ich es lossteuern. Also für mich ist den Teil, den ich unter der Hypnose oder Trance im NLP verstehe, den ich mitlehre, dass man halt diese Realitätskonstruktion der Klienten, von denen du auch am Anfang gesprochen hast, dass man da wirklich reingeht, das wirklich mit denen erlebt. Drum hat es mich jetzt gerade irritiert, dass du meintest, du gehst ein bisschen raus. Also, und das ist dasselbe Dilemma, was man bei der Selbsthypnose hat. Ja? Du hast die Aufgabe, den Prozess zu steuern. Ne? Also gerade bei deinem Beispiel, du bist voll in der Gedankenwelt des Klienten und hast deswegen die Möglichkeit zu erkennen, auch diese Geste, das war ja eigentlich hinter meiner Mauer. Ne? Ach, ne? Und dann musst du aber auf die Idee kommen, den Klienten diese Frage zu stellen mit einem Ziel im Hinterkopf. Ja, dass der Klient die Möglichkeit hat einer Selbstreflexion dieser dargestellten Welt. Ja. Und
Und das musst du kognitiv machen. Da musst du kurz überlegen, Moment, was ist mein Ziel als Coach oder welche Rolle du auch immer hattest? Wo möchte ich eigentlich hin? Wie soll der Prozess denn jetzt weitergehen? Und wie kann ich den mit einer Frage wie diese zum Beispiel voranbringen? Ja. Das heißt, du musstest schon wieder aus dieser Welt der Klientin heraus, ja, weil da hast du nur über Angriffe und Mauern nachgedacht wahrscheinlich. Ja. Musstest also wieder zurück in die Rolle, ja, in die andere Wahrnehmungsposition, in die andere Trance des fokussierten auf den Prozess Achtens. Ja. Also ich sehe schon, da ist wie bei der Selbsthypnose so ein Hin und Her manchmal vonnöten. Ja, eine Flexibilität, verschiedene Positionen einzunehmen. Und zum Glück lernen wir das bei NLP hoch und runter. Ja. Und was du sagst, stimme ich dir voll zu. Die Welt des Klienten zu verstehen, dafür musst du in seiner Landkarte dich umschauen. Und nur dann kannst du Anhaltspunkte sehen und Unterschiede vielleicht zu deiner Landkarte, die vielleicht bemerkenswert sind, wo man weiter dran arbeiten kann. Ja, aber trotz allem musst du den Prozess im Griff haben, musst ihn steuern, musst ihn anleiten. Ja, und das geht eben nur in der Hypnotiseur-Trance oder der Coach-Trance. Ja, oder ja. Mich hat das damals, das war eine der stärksten Sachen, die mich fürs NLP gewonnen haben, dieses wirkliche Wertschätzen und Ernstnehmen der Welten, die Menschen sich aufbauen. Also auch meine eigene Welt natürlich, die auch nicht Anspruch hat auf Wahrheit, aber dieses wirklich Wertschätzen, da bauen sich halt Leute Mauern, da haben Leute irgendwo keinen Durchblick, da ist was hell, da ist was dunkel. Wer sagt uns, dass unsere Alltagsrealitätskonstruktion so viel besser ist? Ich meine, das war dein Eingangsstatement, was ich also wirklich immer noch mag. Ich mag deine Definition, was Hypnose ist. Dieses mit der, ich glaube, es war ja bewusste Veränderung, bewusste Steuerung dieser Realität, die man sich baut. Also damit kann ich sehr viel anfangen. Das gefällt mir Ja. sehr gut. Und ich verstehe dich so, dass du sagst, da muss man halt ein kleines bisschen sich von dieser Welt auch dissoziieren, ein bisschen Richtung Bewusstsein und Verstand gehen, damit ich zielgerichtet diese Welt dann auch beeinflussen kann. Ja, durchaus. Ja. Ja. Und ich finde diese Art auf die Hypnose zu schauen, ne, die Veränderung der erlebten Realität, die ist halt auch allgemeingültig. Natürlich ist sie jetzt sehr allgemein gehalten, ne, aber diese Erklärung verwende ich beim Coaching und bei der Lehre genauso wie bei der Straßenhypnose. Ne? Weil auch da verändere ich binnen Sekunden die erlebte Realität des Passanten, ne, der sich da gerade freiwillig erklärt hat. Bloß diese Veränderung ist halt eine andere Art der Veränderung. Ja? Aber es ist immer die Veränderung der Landkarte des anderen, der eben noch der Meinung war, selbstverständlich kenne ich meinen Vornamen, ja? Das ist meine Welt. Ja? Und wenige Momente später wundert er sich, dass seine Welt sich komplett verändert hat, weil er auf die Frage, wie er denn heißt, plötzlich keine Antwort mehr findet. Ja? Und dann fängt er an, darüber nachzudenken und sagt, ja, Wahnsinn, ne? Also das ist ja für die Leute noch die viel größere Veränderung, als wenn sie mit Rauchen aufhören, ne? Dass sie ihren eigenen Vornamen nicht mehr wissen. Ne? Aber es ist eine genauso geartete Veränderung, ja? Ob in meiner Welt ich ein Raucher bin oder ob ich in meiner Welt ein Nichtraucher bin. Ne? Ob ich mich leiden kann oder nicht, ja, ob ich motiviert in eine Richtung laufe, weil ich mein Ziel da vorne als Teil meiner Realität sehe oder ob alles nur diffus ist und ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Ne? Also alles Veränderungen der erlebten Realität. Und deswegen finde ich, passt das bei der Hypnose, ob es bei der verpönten Showhypnose oder bei der therapeutischen Hypnose ist, im gleichen Maße eigentlich. Die Frage ist, wo uns das hinführt, und die würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Also eins meiner Hobbys ist Medizingeschichte. Und ich glaube, da kommst du ohne Hypnose nicht klar. Also ein Szenario, was ich mir wirklich gerne immer wieder vorstelle, weil ich weiß, es macht mich bescheiden, ist, ich gehe zurück 1-200 Jahre in die Zeit der Medizin vor der Erfindung von Bakterien. Und mach mir klar, die Leute lebten in einer Welt, wo es Bakterien einfach nicht gab.
Deswegen konnten sie auch nicht wirken. Und als dann Semmelweis kam und meinte, liebe Kollegen, wascht euch doch mal die Hände zwischendurch, das war verrückt. Ich habe was gelesen über Hegels Tod in der Choleraepidemie in Berlin. Und damals gab es schon Gerüchte von einem Arzt namens John Snow in London, der hat was erzählt von ganz kleinen Tieren. Aber die Leute wussten, das ist Quatsch, weil die kann man ja nicht sehen. Wir heute leben in einer Welt mit Bakterien. Und wenn du guckst in der Zeit der Corona-Epidemie, wieder, ich habe manchen Leuten angesehen, dass sie wirklich Viren gesehen haben, wenn Leute geatmet haben. Das heißt, es war so eine Konstruktion von Realität. Und da ist mir aber aufgefallen, was niemand gerne gehört hat, war der Hinweis, es wäre eine konstruierte Realität. Weil jeder hat gesagt, nein, das ist die Wirklichkeit. Und ich habe dann auch Leute kennengelernt, die bestanden darauf, es gibt keine Viren. Und mir tat das so leid zu sehen, wie die sich halt aus dem, Robert Anton Wilson sagt, kollektiven Realitätstunnel verabschieden. Wobei mir natürlich irgendwie auch klar ist, deren Weltbild hat genauso Anspruch auf Realität als das Weltbild von Leuten, die sagen, es gibt Viren. Also ich will damit sagen, wir gehen auf dünnes Eis, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass jede Realität konstruiert ist. Also ich habe Leute erlebt, die da wirklich hart an die Grenze des Verrücktwerdens gegangen sind, weil dann euch irgendwann die Frage kommt, was ist denn echt? Was ist echt? Wie würdest du das beantworten? Was ist dein Ja, also Verständnis? ich muss an ein Gespräch denken, was ich vor einiger Zeit hatte mit jemandem, über dem ich Hypnose näher bringen wollte, und auch genau dieses Thema, ne? Wenn ich meine erlebte Realität verändern kann durch Hypnose, dann ist eigentlich der Umkehrschluss ist, es gibt keine objektive Realität, sonst könnte ich die ja nicht verändern. Ich verändere ja nicht den Tisch, den wir uns vor uns haben, ne, sondern ich verändere die Art und Weise, wie du diesen Tisch repräsentierst. Ja. Also ich kann mit Hypnose den Tisch verschwinden lassen, aber jeder würde zustimmen, dass der Tisch trotzdem noch da ist. Ja. So, jetzt würde ich jetzt mit einer Massenhypnose den Tisch in allen Köpfen verschwinden lassen. Ist er dann noch da oder ist er nicht da? Ja? Also, das ist wie diese Frage, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist dabei, macht er dann Geräusch? Ja? Also diese Frage der Realität, Konstruktion war dann in diesem Gespräch, damit mein Gesprächspartner eben nicht Gefahr läuft, verrückt zu werden, ne, hat er dann gesagt, ja, aber es gibt ja eine Realität, die von den meisten Menschen anerkannt ist. Ja? Und das können wir doch dann die Realität nennen, ja? Weil alle Menschen oder fast alle Menschen dieselbe Meinung darüber haben. Ja? Also, dass dieser Tisch hier ein Tisch ist, ja, da würde jeder zustimmen, fast jeder. Und dann kann ich sagen, okay, das ist dann aufgrund der demokratischen Abstimmung sozusagen, weil es die meisten Menschen so denken, ist das dann die objektive Realität. Ja, also das ist so ein Notanker aus diesem Dilemma heraus. Ne? Was passiert, wenn ich tatsächlich voll und ganz akzeptiere, dass es keine objektive Realität gibt? Ja, das ist schwierig, sich vorzustellen, wie man dann weiterleben kann in dieser Welt, die es gar nicht gibt. Ja? Das war also so eine Lösungsmöglichkeit dafür. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man Dinge im Kleinen sieht, die auch durchaus ins Große übertragen können sollte, ja? Genauso wie bei der Hypnose, wenn ich eben verändere, dass dein Fuß auf dem Boden klebt, dann ist das kein wirklich prinzipiell anderer Prozess, als wenn ich verändere, dass du mit einem psychischen Problem besser umgehen kannst. Ne? Und genauso ist es eigentlich dann auch bei der Frage der Realität. Ne? Wenn ich im Kleinen deine Realität verändern kann und die ist plötzlich für dich objektiv eine andere, dann ist es eben für dich eine andere. Ne? Und wer bin ich, dir zu erzählen, dass das gar nicht die echte Realität war? Ne? Für dich ist es eben in dem Moment so. Ich finde es eine spannende philosophische Frage, die uns im Alltagsleben wenig hilft,
Aber wenn wir dann an solche Dinge gehen wie, ja, wofür mache ich denn eigentlich Hypnose und was ist das Ziel davon, dann plötzlich doch sehr wichtig wird, ne? Weil an der erlebten Realität hängen ja auch unsere Glaubenssätze, ne? Also ich definiere Glaubenssätze oder Überzeugungen eigentlich ja so, dass das die Aussagen sind über meine erlebte Realität, ne? Das, was ich für wahr halte. Ne? Und letztendlich hat die Hypnose ja zum Ziel, diese Überzeugungen zu verändern, ne? Oder neue zu schaffen oder hinderliche Überzeugungen vielleicht abzulegen oder so. Ja? Und das mache ich über das Erlebnis einer anderen Realität. Ja, und das ist so, für mich so ein Kreislauf, ja, wo dann auch die Trance und der Fokus mit reinkommt. Ja. Ich sehe es dann ein bisschen anders als Gunter Schmidt. Bei Gunter Schmidt ist ja schon der Fokus der Wahrnehmung die eigentliche Veränderungsarbeit. Ja. Er braucht gar keine Suggestion mehr. Bei mir gibt es da noch einen Schritt der Suggestion, der diesen kleinen Schritt macht vom ich habe verstanden, was du meinst, zu, ah, ich erlebe es gerade selber. Ja, und das letztendlich ist das, was Veränderungen ermöglicht, dass ich selber erlebt habe, am eigenen Leibe erfahren habe. Ja. Wie diese Person, die du erwähnt hast, die von dieser Mauer sprach, na, und man an ihrer Gestik, Mimik genau erkannt hat, sie lebt gerade diese Mauer, sie sieht die quasi vor sich, na, und es ist für sie mehr als nur eine Metapher, sondern das ist wirklich ein physischer Schutz gegen physische Angriffe. Ja. Und das finde ich dann schon sehr wichtig, das sich als Grundannahme im Kopf zu behalten, als Axiom, dass jeder seine eigene Realität kreiert und die auch als echt erlebt. Ja. Weil nur dann kann ich meine Techniken, meine Prozesse, meine Verfahren so anpassen, dass sie zu diesem Axiom passen und dann kann ich auch was verändern. Ich finde die Frage, wie du, sehr philosophisch und ich finde sie auch gleichzeitig sehr praktisch. Also für mich ist da null Widerspruch. Klassisches Beispiel kennst du auch, Allergiebehandlung mit Hypnose. Wenn du da eine Person hast, die sozusagen umgeben ist von Pollen und wenn die Leute darüber reden, hast du auch das Gefühl, die sehen die alle. Also das sind wirklich Pollen. Und wir wissen, die sind so klein, die siehst du nicht. Wenn man denen dann hilft, dass sie sich auch noch einen Schutz vorstellen, der genauso irreal ist wie die Pollen, die sie sehen, dann ist die Allergie plötzlich gelindert. Jetzt können wir natürlich kommen und sagen, ja, Moment mal, die Pollen gibt es ja wirklich, während den Schutz gibt es ja nicht. Wo ich denke, ja, aber sorry, wenn du die Pollen siehst, kannst du auch den Schutz sehen. Also ich finde, ja, es ist philosophisch, aber am Ende ist es enorm praktisch. Ja. Es gab eine Studie in der Kinderonkologie. Da wurden Kinder, die so eine Immunschwäche haben, denen sollte geholfen werden, dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen steigt im Körper. Und das haben die mit Hypnose gemacht. Und die haben den Kindern, die Kinder wussten weder, was weiße Blutkörperchen, Entschuldigung, die wussten weder, was weiße Blutkörperchen sind, noch wie man die Anzahl erhöht im Körper. Ja. Und alleine mit Suggestionen über eine Fantasie von einer Meute weißer Ritter, die auf Pferden mit 100 und 1000 Scharen durch den Körper reiten, um all die Böslinge platt zu machen. Allein diese Suggestion hat messbar die Anzahl der weißen Blutkörperchen erhöht. Ja, was ist da jetzt real? Ne? Wie hat das Kind das gemacht, ohne zu wissen, was ein weißes Blutkörperchen ist? Ne? Gerade bei Kindern, da kommen Sachen, die finde ich wirklich spooky. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren von Gunter Schmidt kam, voll Hypnose. Meine Tochter war krank und ich dachte mir, ich probiere es aus mit ihr. Und sie hatte wirklich hohes Fieber. Das war an die 40. Und da habe ich mit ihr eine Fantasiereise gemacht, dass wir durch den Schnee laufen. Und es ist alles kalt. Und ich habe wieder gemessen und das Fieber ist so runter, dass ich wirklich erschrocken bin. Ich dachte mir, um Gottes Willen, baue ich da gerade Mist mit ihr? Das kann doch nicht so weit fallen. Also einfach, ich habe mehrmals gemessen, weil ich habe es nicht geglaubt. Aber einfach zu merken, was der Geist kann, wenn man es für möglich hält. Also was da bei so einem kranken Kind, was nebenbei sich eine Fantasie aufbaut, wir spielen im Schnee, an Temperatur runtergeht, es ist wirklich spooky, was da möglich ist. Also es ist.
Hypnose Ja, mit ja. Kindern ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ich habe so ein Schaubild in einem meiner Module, welche Effekte durch Suggestionen erzielbar sind. Ne? Das ist ein sehr großes, volles Schaubild, ne? Wo quasi jegliche Körperfunktion ist beeinflussbar, selbst also und gerade die, die wir nicht selber bewusst beeinflussen können. Ne? Kannst du mit Hypnose so leicht beeinflussen? Ich habe in meinen Seminaren mache ich immer so Schmerzabschaltungsdemonstrationen, ne? Weil es natürlich auch sehr schön effektvoll ist und sehr eingänglich. Und dann kannst du innerhalb von wenigen Minuten das Schmerzempfinden, ne, abschalten. Die zwicken sich dann irgendwie in den Arm, ne, und skalieren vorher und überlegen sich, wie weh tut es dann. Und danach drücken die an einem Arm rum, ja, und wundern sich, dass der quasi taub ist, ne? Also irgendwelche Nervensignalverarbeitungen, wo wir gar nicht so genau wissen, wie das funktioniert, ja, geschweige denn, wie man das verändern soll, geht durch eine Suggestion ganz leicht, ne? Da hatte ich eine spannende eigene Erfahrung. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Operation, die war geplant. Das heißt, ich wusste, ich sollte hinterher angeblich Schmerzen haben. Ich habe mich intensiv vorbereitet mit Hypnose. Ich habe damals gehört von dem Tränkle, ich habe Wolfgang Tränkle, ich glaube Wolfgang Tränkle. Da gibt es einen Audiokurs, 20 Möglichkeiten der hypnotischen Schmerzbekämpfung. Habe ich mir reingezogen, ein paar Sachen geübt. Dann war die Operation und ich brauchte hinterher exakt null Schmerzmittel. Also der Arzt war völlig entsetzt. Der hat gesagt, der hat sowas noch nie erlebt, aber mir ging es gut. Ich hatte das alles im Griff. Und dann habe ich ein paar Jahre später mir einen Nerv eingezwickt und ich hatte null Chancen in dem Augenblick irgendwas zu machen mit Hypnose, weil das kam unvorbereitet, das kam überraschend und es hat mich so fokussiert auf den Schmerz, dass ich nicht den Abstand bekommen habe, da rauszukommen. Also ich fand, da habe ich für mich gelernt, was der Unterschied ist zwischen Vorbereitung, die Techniken liegen bereit, ich kann sie machen, und Panik, alles leuchtet und schrillt. Also da ist vielleicht nochmal eine extra Übung angesagt, aber ich stimme dir zu, also gerade bei Schmerzbehandlung ist es so faszinierend, was man da machen kann. Ja, ich muss gerade, als du erzählt hast, dran denken. Ich hatte gerade gestern Abend den letzten Kurs. Da haben wir über Ankern und posthypnotische Auslöser gesprochen. Ne? Das ist natürlich eine Möglichkeit, auch in solchen Situationen dann herauszukommen aus deiner Problemtrance, ne? Indem du einen vorher eingeübten Notfallanker, ne, benutzt. Wir haben zum Beispiel gestern auch den sicheren Raum installiert. Das ist was, was ja in der Hypnose sehr häufig angewendet wird und dass man also, wenn der Klient während der Hypnosesitzung plötzlich unerwartet emotionale, negative Emotionen spürt, wo er denkt, oh, jetzt müssten wir eigentlich hier abbrechen, dass man ihn dann in den sicheren Raum schickt, der vorher eben mit einer Übung installiert wurde. Das ist ein Gedankenraum, wo es einem einfach gut geht, wo man sich sicher fühlt. Ja, ich finde diese Praktik, die ist sehr wirkungsvoll, aber und den kann man auch so installieren, dass man ihn mit einem Anker versieht, zum Beispiel, ne, dass man da auch in einer schwierigen Situation schnell wieder reinkommt. Ich habe nur immer das Problem, bei dieser Art, den sicheren Raum zu leeren, dass die Leute dann nicht mehr raus wollen. Ja? Wenn man sich überlegt, die kommen gerade aus einer Situation, wo sie emotional sehr stark, die emotional negativ behaftet ist, die unangenehm ist, die ist schwierig, dann schickt der Hypnotiseur sie in den Panic Room sozusagen. Da geht es ihnen dann plötzlich gut und natürlich wollen sie nicht wieder zurück. Ja? Wollte ich auch nicht, ja, wieder in diese schwierige Situation, wo ich an meiner Kindheitserinnerung oder an meinem Trauma gerade arbeite, ne? Ja, das heißt, Klienten, die in den sicheren Raum geschickt werden, tendieren dazu, da bleiben zu wollen, ne? So erstmal. Ja, und deswegen hatte ich das auch abgeändert, weil wir haben ja im NLP eine sehr starke Ressourcenaktivierungsarbeit auch, ne? Und dann habe ich in den sicheren Raum eine Ressourcenquelle, eine Energiequelle eingebaut. Und dann verändert sich der ganze Kontext dieses Raumes plötzlich nicht zu einem Raum, den ich abschotte, damit bloß niemand reinkommt, sondern ein Raum, wo ich mir wichtige Sachen holen kann, damit ich die dann wieder mit zurücknehme und besser mit anderen Dingen umgehen kann. Ja.
Aber auch das sind Sachen, also dieser Raum, den man installieren kann, ne, mit einem Anker versehen oder einem Auslöser versehen kann, sodass man eben auch in Notsituationen, nenne ich das jetzt mal, Zugriff darauf hat, obwohl man gerade in diesem Stuck State sich befindet. Ne? So ein Hebel, um da wieder rauszukommen. Komm, jetzt haben wir über eine Stunde und ich glaube, wir reden uns langsam warm. Ja. Jetzt könnte es losgehen. Weswegen ich jetzt mit einem ganz üblen Rapportbruch vorschlage, lass uns doch hier eine Pause machen und demnächst das Gespräch fortführen, weil ich würde jetzt so gerne mit dir darüber reden, wie kann man das konkret machen, NLP und Hypnose verbinden, die Anker setzen, diesen Raum machen. Warum bin ich der Meinung, dass das nicht so ist, dass die Leute da ewig drin bleiben wollen, aber es ist wieder ein anderes Thema. Also ich habe das Gefühl, jetzt könnte es losgehen. Jetzt haben wir uns aufgewärmt, aber vielleicht will nicht jeder einen 3 bis 4-stündigen Podcast hören. Ja, dann lass uns das doch gerne fortsetzen, ne, in einem anderen Termin, und dann können wir uns vielleicht mal in so ein Thema reingraben, ne, und Glaube, da sind wir diskutieren. die Richtigen dafür. Ich glaube, wir wären genau die, dass wir uns einen kleineren Ausschnitt nehmen und den dann mal wirklich uns genau angucken. Ich hätte richtig große Lust drauf. Ja, sehr gerne. Gut. Das heißt, ich sammle nochmal. Du bietest auch eine Hypnose-Ausbildung an. Das kam jetzt in mehreren Nebensätzen vor. Ich sage es für die, die uns zuhören. Ich schreibe unter das Video einen Link, wo man dich erreichen kann. Und ansonsten freuen wir uns auf einen nächsten Podcast. Und lass mich raten, du bist auch in diesem Jahr in Zeilesheim wieder dabei. Ja, selbstverständlich, ja. Ja, Das hat mir super. so viel Spaß gemacht. Da muss man einfach da sein. Ich finde auch, es ist der schönste Kongress von allen, die ich kenne, wegen der Menschen, wegen der Location und vor allem wegen dieser ungewöhnlich familiären Stimmung. Also so leicht mit Leuten ins Gespräch kommen wie dort, ist echt eine Besonderheit. Als ob es lauter Freunde wären, die man irgendwo kennt. Gut. Dann freue ich mich, dass wir uns dort wiedersehen. Und vorher vermutlich noch in einem Podcast, weil es Ja, ja noch ein unbedingt. halbes Jahr ist, bis der Kongress in Zeilitzheim ist. Genau. Und dann danke ich dir sehr für das Gespräch heute. Und freue mich auf die Fortsetzung. Ja, danke dir fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dir auch. Danke, Tom. Tschüss. Ciao.